Steffi Böhle, 36, hat als dritte deutsche Langläuferin das Olympiaticket für die Winterspiele in Pyeongchang, 9. bis 25 Februar, gelöst. Bei der Tour de Ski lief Böhle im Verfolgungsrennen über 10 Kilometer auf den 15. Platz und erfüllte so die zweite Teilnorm für Olympia. Damit ist sie neben Nicole Fessel, 34, starke Achte in Lenzerheide, und Sandra Ringwald, 27, die dritte deutsche Startehrin in Südkorea. Höhenflüge kennen Skispringer. Doch auch der gnadenlose Absturz kann ganz schnell kommen. Marinus Kraus und Thomas Dietrich wissen da selbst. Erinnern Sie sich noch an Eddie de Ergle? Der Engländer wurde als schlechtester Skispringer aller Zeiten weltberühmt. Tagessiegerin und Gesamtführende in der Tour de Ski wurde die Norwegerin Ingvild Flugstad Hørsteberg, 26:48, 1 Minuten. Nach einem Ruhetag am Dienstag geht es zum zweiten Tourstopp nach Oberstdorf, 3. und 4. Januar, dort steht als nächstes am Mittwoch der klassische Sprint, Qualifikation 12:30, Finals 14:50, auf dem Programm. Das Finale steigt am 6. und 7. Januar im italienischen Val di Fiemme.